Ja, in einer Zeit, in der Dialog in aller Munde ist und man sehr viele Dialogbücher findet, Dialogforen findet, war es uns wichtig, wirklich einem Dialog zu begegnen, also miteinander zu sprechen. Und zwar in einer Weise, dass wir nicht nur theologisch unsere Argumente, unsere Ideen, unsere eigene Religion vorstellen, sondern auch im Herzen der Spiritualität. Das heißt, es geht uns hier nicht um Rechthaberei, es geht nicht um Belehrung des anderen, aber auch nicht um einfach die Probleme hinwegzureden, sondern uns ging es darum, wirklich eine Begegnung zu schaffen, selbst zur Brücke und zu Weg füreinander zu werden. Und das kann nur dann geschehen, wenn wir miteinander sprechen, wenn wir miteinander reden, voneinander hören, aber auch einander zuhören. Und das ist das, was in diesem Buch dokumentiert ist. Ein durchaus authentisches Gespräch zweier Menschen, die beide leidenschaftlich glauben, aber auch genug von Zweifel geprägt sind, die auch artikuliert werden. Insofern bedeutet mir dieses Dialogbuch sehr viel, weil es auch zeigt, dass wir gemeinsame Herausforderungen haben für diese Gesellschaft, dass wir gemeinsame Probleme haben, überhaupt Gemeinsamkeiten haben, aber auch Unterschiede haben, die nicht zum Problem werden müssen, sondern gerade auch darin unsere Eigenheit gezeigt wird, aber gleich auch darin lernen, einander so anzunehmen. Gerade in der Unterschiedenheit sind wir ja Dialogpartner.